Guten Morgen allerseits. Wir befinden uns wieder in My Time at Portia. So, ich muss mal eben etwas sortieren. Und zwar haben wir uns hier so ein schönes Angriffsteil geholt. Unsere Beziehung müssen wir ein bisschen auffrischen. Nein, es tut mir leid, die Angelroute ist noch nicht fertig. Aber unser Kupfer müsste fertig sein. Moment, da kommen noch zwei gelaufen. Hallo, guten Tag. Unsere Beziehung müssen wir auch noch ein bisschen. Jo. Goodbye, goodbye. So, wir sammeln noch kurz hier vorne die Sachen. Wenn wir die jeden Tag immer mal so ein bisschen mit aufsammeln, dann nehme ich nachher genug davon. Was bist du denn für einer? Komm mal zu mir. Jack. Hi. Nö, ich schon. Ich gehe gerne dahin. Bye, bye. Also, wir sammeln hier vorne noch eben die paar Sachen auf. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir noch unser Kupfer holen. Das können wir auch reintun, aber wir brauchen den Rest, nämlich die zwei alten Teile, müssen wir wohl in der Mine finden. Ah, halt, bleib stehen. Ja, viel hat er jetzt nicht zu mir gesagt, aber okay. So, da oben haben wir auch nichts mehr. Hier haben wir noch was. Haben wir Post bekommen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich meine, das wird einem dann immer angezeigt. Was ist denn mit keine Rohstoffe mehr? Ich kann auch nicht Enter drücken. Das ist das Blöde. Okay, wir holen uns jetzt erstmal unsere Kupferbarren. Beziehungsweise den Kupferbarren. Und tun die auch noch hier rein. So. Eigentlich sollte der das jetzt angenommen haben mit den Kupferbarren. Wo sind die jetzt hin? Hallo? Wieso habe ich die immer noch? Ach so, weil ich die nicht... ja, okay. Okay. Ich vergesse es immer wieder. So, die Kupferbarren haben wir fertig. Wir brauchen jetzt noch die zwei alten Teile. Die können wir jetzt aber leider nur hier vorne in der Mine finden. Da werde ich jetzt mal hinlaufen und ganz inständig hoffen, dass wir, ja, zumindest ein Teil, noch besser natürlich, wenn wir zwei Teile davon finden würden. Und dann würde ich sagen, dann schalte ich euch gleich nochmal hinzu. So, die kann man hier nicht kaufen. Okay, also die Sachen, ach, das war Erde, okay. Die Sachen, die gestern noch hier waren, sind jetzt immer noch hier, aber es scheint irgendwie alles nur Erde gewesen zu sein. Das ist natürlich doof. War hier nicht noch irgendwas? Ein Datenchip habe ich gefunden. Okay, und jetzt backe ich hier ein bisschen rum. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gezogen, was ich jetzt hier hatte. Sand, Erde. Okay, dann schaue ich nochmal hier, wo wir vorher waren.
Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo man außergewöhnliche Sachen wie jetzt zum Beispiel diese alten Teile finden kann, beispielsweise mehr im Boden vergraben oder weiß ich nicht, immer in der Nähe von Kupfererz oder was weiß ich was, wenn es da jetzt ein System geben sollte, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, damit ich hier nicht so völlig planlos in der Gegend rumarbeite. So, wir haben jetzt viel, Hilfe, viel gefunden, aber leider nicht das, was wir finden wollten. Wir haben nämlich kein altes Teil dabei gehabt. Dafür haben wir jetzt schon wieder eine Datendisk gefunden und wir haben diesen Chip noch gefunden. Can add some Raspberry Programs. Okay. Und das heißt, dass ich das jetzt mit irgendwas selber gebrauchen kann. Hoffe ich zumindest. Ja. Das ist jetzt natürlich etwas blöd, dass wir nicht mehr gefunden haben. Und schon ist der Tag auch schon wieder rum. Also man verbringt gut und gerne wirklich so einen kompletten Tag. Ja, okay, ich habe dann dafür auch nicht mehr genug Ausdauer. Gut und gerne so einen kompletten Tag, bis man dann die Ausdauer rum hat. Is my fishing rod done? Ach, der schon wieder. Nein, ich würde dir gerne deine Angelroute machen, aber ich habe nicht alle Sachen dafür. Es tut mir leid. So. Okay, das kann ich nicht per Doppelklick reinmachen. Schade. Also, wir haben schon wieder jede Menge Sand bekommen, den wir wahrscheinlich für nichts brauchen, nehme ich mal an. Zinnerz, ja gut, das lassen wir jetzt erstmal drin. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Das heißt, die stecke ich jetzt erstmal rein. Wegen der Datendisk gehe ich auf jeden Fall nochmal zu dem Labor hin. Zu dem Labor hin, genau. Tolles Deutsch, Silke. Das war Steinziegel. Ich glaube, das hatte ich nur. Oder brauchte ich das für irgendwas? Weiß ich. Doch, ich brauchte das, glaube ich, für irgendwas. Okay. Das sind normale Steine gewesen. Holz. Ja, die Erde kann ich auf jeden Fall auch wegmachen. So, gut. Wir haben jetzt 18 Uhr. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen blöd, weil wir dann schon wieder nicht dahin können, wo wir hinwollen. Ich schaue mal eben nach, aber da gibt es auch nur die Rohstoffe wirklich. Nee, da kann man auch keine alten Teile herstellen. Die muss man wirklich abbauen. Na, das ist natürlich doof. Ja, ach so, die Angelrute. Da wollte ich aber noch mal eben gucken, was wir dafür jetzt brauchen. So, das Holz hätten wir, das ist nicht das Problem. Kupferbarren könnte ich schon mal einen machen. Von Baumtritt kriegen wir Wildkokons. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal gegen Bäume treten. Also, wir machen jetzt erstmal einen Kupferbarren noch. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt. Gegen Bäume treten. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Na toll. Hallo? Du sollst das eigentlich essen oder so? Ich dachte eigentlich, dich kann man essen, damit man wieder was bekommt. Aber gut. Nö, will er nicht. Okay. Achso, das waren ja Ausweichrollen. Ja, schade. Dann müssen wir auf jeden Fall uns noch mal kurz hinlegen und wenn wir dann morgen früh aufwachen, dann können wir gegen Bäume treten. Was sich irgendwie bescheuert anhört. Aber egal. So, wir haben die Nacht überstanden. Is my fishing rod done? Och, So.
bist so nervig. Aber ich will die Beziehung zu dir verbessern. Oh Moment, da ist was. Vom Ratshaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte kommen. Pünktlich um 19 Uhr. Ah, 19 Uhr ist gut, weil das ist abends. Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Okay, oh, ich kann hier wieder neue Sachen einsammeln. Das ist auch gut. Machen wir jetzt aber nur so ein bisschen auf dem Weg zur Richtung Baum hin. Ich will jetzt nicht wieder die komplette Ausdauer hier verbrauchen. So, dann treten wir jetzt mal. Das ist kein Treten. Da, treten. Aber anscheinend geht das nicht bei allen, oder? Man muss es wirklich oft genug machen. Moment, ist das ein Kokon? Gummifrucht. Okay, es ist kein Kokon. Da scheint nichts runterzukommen. Probieren wir es mal. Ach so, man muss wirklich die großen Bäume nehmen. Hinten ist aber... Was war das? Harz oder sowas? Kann das sein? Ah, ich habe einen Kokon. Ich habe zwei Kokons. Ja, super. Dann gehen wir doch direkt mal zurück. Und gucken nochmal wegen der Angelrute. So, achso, genau, den Kupferbarren, den können wir auch schon rausholen. Sehr gut. Dann machen wir jetzt die Angelrute. Tada! Okay, jetzt müssen wir noch den Typen wiederfinden. Der ist jeden Tag an uns vorbeigelaufen. Und jetzt, wo wir ihn suchen, ist er nicht mehr da. Lauf du bloß nicht an mir vorbei, Junge. Hier geblieben. Hallo, blöder Passagier. Okay, mal gucken, ob wir den finden können. Den können wir auch nicht ansprechen. Mal schauen. Gehen die denn da hinten alle wandern? Aber hier sitzt auf jeden Fall keiner. Wahrscheinlich wird er jetzt morgen wieder hier vorbeilaufen, oder? Das ist der, glaube ich, nicht, oder? Das ist einer der anderen Brüder. Hey! I really want to travel to other cities to get some inspiration, like Vega 5, but I hate traveling over water. See you! Ja, das ist nett. Hello! Hallo. The beverages here are all brewed by the brewmaster Django himself. Try them all. Na, ich weiß nicht, ob ich See das machen sollte. Vielleicht hänge ich dann total besoffen hier rum. Hi, you. Sam. Haven't seen you around. Where are you from? Ah, die kenne ich noch gar nicht, Young okay? kid looking good. Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Ja, das, ja. So, mit ihm haben wir gerade gesprochen. Alle anderen sind gerade ausgereist irgendwie. Hi, Pinky. Ja, süße Katze. Moment, bist du das gewesen? Bist du der Angler von den Brüdern? Ah, sieht so aus. Kiva. Ja, super. Yes, aber die Angel ist weg. Jetzt habe ich Köder bekommen, aber die Angel ist weg. Blöd, Mann. Aber gut, okay, wir haben eine Mission erfüllt. Yay! Tobi! Ja, geh mal eben aus dem Weg hier. Da ist nämlich ein Doktor. Hey. Ach nee, das ist ein normaler Doktor, ne? Der arbeitet gar nicht oben. Keep some drugs at hand and remember the doctor's advice. Okay, nein, es ist ein normaler Doktor. Okay, dann schauen wir mal, wo das Labor jetzt gewesen ist. Das kann ich jetzt nämlich gerade gar nicht mehr sagen. Was ist denn mit dir hier? Verkaufst du Fisch? Okay. Tobis Todorama. Warum ist hier so ein Werkzeug?
Werkzeuge. Ach so, weil man Werkzeuge kaufen kann. Ah, okay. Okay. Gut, habe ich eh kein Geld für. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich das nächste Mal, Entschuldigung, wie ich das nächste Mal den Eintritt bezahlen soll. Aber im Moment kommt man ja noch öfter rein. Das ist schon mal gut. Ich muss mal eben schauen hier. Eieiei, da war doch irgendwo Forschungszentrum. Das ist rechts von mir. Da kommen wir nicht hoch, da kommen wir hoch. Oh, was ist das? Die hatten wir noch nicht, sehr schön. Blutstein, okay. Laufe ich jetzt überhaupt noch Richtung Forschungszentrum? Hilfe! Rechts von mir ist der Weg, aber da komme ich doch so nicht hin. Das sieht besser aus. Hier ist ein Store. Collapsed Wasteland. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist das jetzt unter mir? Oder ist das in dem Moment? Das ist das, oder? Dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier runter. Aber da war ich doch eben dann schon. Muss ich hier durch die große Tür wahrscheinlich? Hallo, stopp! Hi. Ich möchte mich mit Ihnen Reporter is unterhalten. my number one priority. If you see anything suspicious, just tell me. Aber sie See schattert. you. Jo. Forschungszentrum. Das sieht gut aus. Moment. Wir müssen die Disk erstmal hier reinlegen. So. Hallo What do Petra. we have here? Oh, Ja, data genau. disk. You know what it is? Nö, deswegen bin ich hier. You want to know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this data disk comes in. These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. Okay. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring them to me, okay? So Petra. Hello? Hello. Do you feel sleepy sometimes? It's quite common in the spring. The research shows spring days are shorter and warmer than winter days, which creates the perfect conditions to sleep in. Sind wir heute aber lustig. Hi, did you discover something new? You don't have enough data disks. Okay. Also ich brauche 5 Stück, okay. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen sammeln. Gummifrucht, Honig haben wir bekommen. Oh, okay. Dressing. Leckerer Honig im Glas. Papa Bärs Leibspeise. Ah, Moment, den haben wir doch auch schon gesehen. Mit dir rede ich aber Hey. vorher nochmal. The Civil Corps serves the local federation. The Flying Pigs is an exploration community organized by the Commons. Ich muss doch hier die Beziehung auch ein bisschen aufpäppeln. Ja, genau. Forschungszentrum Börse, okay. Papa Bär, der war am Wasser. Ich glaube, das war am Wasser. Ach, ich muss auch noch die Leute kennenlernen. Genau, das haben wir letztes Mal ja nicht geschafft. In Auftrag gegeben, benutze die Montage. Ach so, genau, das muss ich noch machen.
Die Bäuerin, die muss ich... Ach, okay. Ich soll mit der Kirche darüber reden. Ja gut, dann machen wir das doch mal.